Siehst du den Booster? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben raus. Das bringt uns einen Vorteil. Und das war's schon. Die Steuerung ist sehr schwammig. Aber man gewöhnt sich eigentlich generell sehr schnell dran. Oh fuck! Feldgranate! So. Du kannst jetzt auch schön taktisch vorgehen. Finde ich immer sehr cool, auch in der Hinsicht. Ich kann jetzt hier noch ein bisschen andere Waffen hier aufnehmen und sowas, aber die Anfangswaffen, die du hier findest, sind eigentlich relativ scheiße. Boom! Make it real. Okay, ist unnötig. Oben auf dem Boss. Schalt ihn aus. Geh doch in Deckung. Ich habe auch einen. Fucking Double Kill. Erledigt. Kein Problem. Auf geht's. Schon die volle Action hier am Laufen. Ich lade nach. Die Tür. Nahkampf. Batz. Digga, das war's nicht normal. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Was war denn das? Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrols. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Ja, ja! Scheiße! Massen hat erwischt! Wir brauchen Hilfe! Lugo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! Scheiße, Feindkontakt! Lego! Den ausschalten. Schönes Ding, Granate ist immer gut. Licht. Ich hab's nicht so mit Uhr, ich hab keine dabei. Bedrohung eliminiert. Das Schöne ist, die Kollegen. Die Kollegen hier können auch sozusagen besiegt werden, also K.O. gehen, und dann musst du sie auch heilen. Das ist eigentlich auch immer eine ganz coole Aktion. Also auch wieder ein kleines Spielmechanismus, was ein bisschen schwieriger darstellt. Die sind also nicht unbesiegbar hier. Mayday, Mayday, hier Alpha Patrol. Wir bitten sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Martin ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee.
Im Endeffekt ist aber hier auch überall unsichtbare Mauer, dass man halt nicht zu weit laufen kann. Feind am Boden. Gut gemacht. Los, weiter, aber unauffällig. Feind mit Schrotflinte unterwegs. Passt auf. Hochzielen. Ich hab einen Erfolg. Ich sag doch. Tragfläche. Oh, das war knapp. So, hast du mit Scheinwerfern einfach nicht viel gebracht, merke ich gerade. So, das war eine ziemlich schwierige Stelle, weil die ziemlich weit weg sind, die Gegner. Einen perfekten Visier haben. Eine ganz beschissene Angelegenheit hier. Dann jetzt hier nur auf mich. So. Okay, Visier ist ausgeschaltet. Gott sei Dank. Ein Gegner? Zack, weg ist er. Oh Scheiße, da kommt noch mehr aus dem Heck raus. Drück drauf, aber geht nicht down. Aber Johnny Junior, Downey Junior. Scheiße, daneben. Der ist auch down. Munition geht aus. Noch eine dreckige Pistole. Und nichts Vernünftiges hier. Munition voll. Kein 5 muss aufnehmen. Anhören. Und das Fahrwerk ist drin. Gott sei Dank ist das der letzte. Hoppla, kleiner Scherb. Aber kein Problem. Ich weiß nicht, der Wetterbericht war nicht so toll. Hätten wir warten sollen? Keine Chance. Diese Leute zahlen den vierfachen Preis, um schnell rauszukommen. Wenn wir nicht liefern, sind wir total am Arsch. Das ist kein Scherz. Oh, Scheiße! Ist das Sand? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Sturm auf 6 Uhr. Der ist ja gigantisch. Schneller steigen. Zieh hoch, Eric. Zieh hoch. Die Triebwerke fallen aus. Wir haben einen Flammenabriss. Triebwerk 1 ist tot. Shit! Check Triebwerk 2. Out. Das hat sich nicht gut angehört. Seid achtsam, so, wir können überall sein. In dem Durchgang. Gut, dass sie die Waffe so oft benutzen. Ja, nicht mehr viel Munition dafür. So, hier. Also ihr merkt, dass es an Munition ist auch nicht hier. Two for one. Erledigt. Noch einer? Ich habe keine Muni mehr. Ja, nicht hoch hier. Ich kann jetzt Muni aufnehmen. Nachladen. Geschafft. Rette Alpha Patrol, ist nur ein einziger von. Scheiße. Schnell, sag was, Boss, er stirbt uns. Wir helfen Ihnen, halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar, aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ja. Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? Alles Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Eine Menge Spuren Richtung Norden.
Dann folgen wir ihnen. Die Grafik ist so geil, Leute. Ich will ja nichts sagen, aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben 4 Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Richtig. Man muss ja auf alles gefasst sein in Dubai. Ist kein Platz für normale Figürchen. Dann war Scheinwerfer drauf. Scheinwerfer drauf, kein Problem. Ihr kümmert euch um den. Lugo, auf dem Laufgang. Schalt ihn aus. Ja, ich habe Scheinwerfer drauf gemacht, damit das nicht laut wird. Und jetzt ist es laut gewesen. Das macht keinen Sinn. Scheiße. Wir stehen unter Feuer! Sie haben uns entdeckt. Ja, das war also nicht so ganz mein Plan. Schade drum. Aber immerhin hören so fetzige Musik. Da sind noch welche. Los, rüber. Das war dumm! Das war dumm! Spring drüber, spring drüber! Warum springt er nicht drüber? Soll drüber springen! Spring drüber! Nein! Executen! Klack! Hab ihn! No scope! Wo ist der dritte? Da ist er! Zack! Down! Robert Downey Jr. Weiter geht's! Gefällt mir gar nicht. Achtung, Einmeldung. Ein ungerechtfertigter Angriff auf die 33. heute bedeutet, richtig, das Ende des Waffenstillstands. Rebellen, die sich ergeben möchten, melden sich bitte beim nächsten Außenposten. Alles weitere dort. Haha! Und nun zurück zu unserem normalen Programm. Los geht's! Ich möchte zu Protokoll geben, dass das alles ziemlich schräg ist. Was schräg? Total abgefahren. Nicht nur, dass wir Leute sind, die haben sogar einen DJ. Wir müssen den Stab anfunken, sofort. Nein, noch nicht. Conrad und die 33. brauchen unsere Hilfe. Und dieser Soldat kann uns hinbringen. Wenn die 33. okay ist, lassen wir uns abholen. Wenn die 33. okay ist. Mhm. Was war das jetzt? Wo kommt der denn her? Feuert auf das schwere MG!
Lass mal jetzt geschützt drehen.